Herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten Folge Hearts of Iron 4 Tutorials. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eigentlich alles zum Thema Angriffspläne und Angriff gemacht. Ich habe ja gesagt, wir machen nochmal ein Tutorial, auf jeden Fall über die Marine und über die Luftwaffe. Ich habe mir gedacht, ich versuche das Ganze zu verbinden. Eigentlich geht es ziemlich schnell. Also, wir scrollen mal hier rein. So. Jetzt sehen wir vom letzten Mal, hier sind auch unsere Truppen zugewiesen. Das ist alles nämlich derselbe Spielstand wie in den letzten Tutorials. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen hier die Schiffe. Einmal 10 und einmal 8. So, dann klicken wir hier mal drauf. So, hier steht jetzt rechts 10 Schiffe, 2 Kapital. Also, habe ich noch nie drauf geachtet, fällt mir jetzt gerade selber erstmal auf, aber ihr müsst auf jeden Fall nur auf diese 10 Stück achten. 2 Kapital, das ist wahrscheinlich einfach mit gemeint, halt große Schiffe. Hier sind eher Zerstörer, das sind so Unterstützungsschiffe. Und hier sind noch 2 Schlachtschiffe dabei. Genauso wie hier, da sind einfach, hier steht 0 und 8. 8 heißt, ja, wir haben 8 Schiffe, 8 U-Boote. Und hier steht es ja auch nochmal, wir haben 8 U-Boote und da halt keine Schlachtschiffe bei, ne? Genau. Also, wir können jetzt einmal die hier zum Beispiel auswählen, sagen wir mal. So. Jetzt haben wir unten, genau wie bei der Armee, auch Befehle, die die machen können, die die ausführen können. So, aber zuerst können wir mal gucken, dass wir auch einen Kommandanten hier zuweisen. Das ist ja im Rot, steht hier Kommandant, also sollten wir vielleicht mal einen zuweisen. Wir klicken genauso drauf wie bei der Armee und haben hier jetzt eine Liste voller Kommandanten. Genauso wie bei der Armee, also bei dem Heer, sage ich mal, bei den Kommandanten, haben diese Kommandanten hier auch Abzeichen. Das heißt zum Beispiel Erfahrungszuwachs für den Anführer auch plus 10% oder Angriff U-Boote plus 20%. Das würde jetzt natürlich bedeuten, dass wir bei unseren U-Booten Karl Dönitz nutzen, weil er uns Angriff bei U-Booten plus 20% gibt. Und hier zum Beispiel hätten wir Chance auf Rückzugsentscheidung plus 25%, Schaden minus 5% und Positionierung plus 25%. Also ein Meister für Flottenpositionierung. Ja, könnt ihr genau so gucken, wie ihr wollt. Ja, deswegen, wir nehmen jetzt einfach mal, meistens nehme ich ihn hier, so. Und für diese Flotte hier hinten mit U-Boot sollten wir eigentlich Dönitz nehmen. So, deswegen nehmen wir Dönitz. Wir haben jetzt natürlich keine große Flotte, ein besseres Beispiel wäre vielleicht mit den USA. Aber mit Deutschland ist recht übersichtlich damit. Ja, so. Was wir auch machen können ist, wir ziehen einen Kasten um beide. Ach nee, wir haben hier hinten auch noch welche. Oh, sorry. Sehe ich gerade erst. Wir können die jetzt miteinander verbinden. Wenn wir sagen, ja, wir wollen nicht zwei Flotten, also diese beiden, sondern wir wollen eine große rausmachen. Dann machen wir, wie gesagt, so einen Kasten drum. Dann kommt einmal das Geräusch. Und dann kann man hier oben auf die gewählten Einsatzgruppen zusammenlegen. Da klicken wir drauf. Wenn wir jetzt einmal fortfahren, dann seht ihr, die fahren jetzt alles zum selben Hafen. Und jetzt haben wir 38 Schiffe, davon sind 4 Stück, einmal Schlachtschiffe und hier einmal 2 Kreuzer. Genau. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, ja, jetzt habe ich Karl Dönitz hier. So, wir nehmen jetzt mal einen anderen Kommandanten. Sagen wir mal einfach ihn hier, so. Jetzt geht ihr nochmal hier drauf, auf die Liste und dann seht ihr, wir haben hier 16 U-Boote. Aber diese U-Boote, die wollen wir unter einem anderen Kommandanten haben. Zum Beispiel Karl Dönitz, weil der uns ja extra Boni gibt. Dann geht ihr hier oben drauf, auf neue Einsatzgruppe erstellen und dann könnt ihr, das ist ein bisschen scheiße, die Übersetzung all Schlachtschiffe, damit ist einfach gemeint alle U-Boote, alle Zerstörer, alle Kreuzer und so weiter. Also nehmen wir jetzt einfach alle U-Boote und dann wählt ihr alle aus. So, jetzt haben wir 16 Stück, dann geht ihr hier auf Wählen, um die halt auszuwählen. So, jetzt habt ihr die ausgewählt und könnt einfach hier auf den Plus drücken. So, jetzt habt ihr die 16 U-Boote alleine drin. Jetzt können wir hier einen Kommandanten zuweisen, das ist dann Karl Dönitz. Achso, genau, was ich noch nicht erwähnt habe. Karl Dönitz braucht jetzt 15 Tage, bis er zum Kommandanten wird. Das liegt einfach darin, daran, dass er jetzt unterwegs sein soll. Das soll ein bisschen realistisch gemacht werden. Ne? Also, weil er gerade Kommandant bei einer anderen Flotte war, muss er jetzt erstmal ja, dahin kommen, wo er jetzt Kommandant sein soll. Ist ein bisschen nervig, deswegen kriegen wir erstmal keine Boni, falls... Also, ich sag mal... Ihr solltet die Flotte von Karl Dönitz in den nächsten 15 Tagen erstmal nicht in den Kampf schicken, weil ihr nicht die Boni dann bekommt von Karl Dönitz. Genau, also das solltet ihr auf jeden Fall, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten.
So, jetzt können wir Folgendes tun. Wir lassen Karl Dönitz mal einfach ausgewählt. So, wir haben jetzt einmal Marineübung. Damit kriegt ihr dann hier oben, wie heißt es? Marineerfahrung, genau, kriegt ihr dazu. Kostet aber auch Sprit. Hier oben seht ihr, wo steht's? Hier, täglicher Zugewinn 206 an Öl und täglicher Verbrauch ist gerade bei 0. Wenn wir jetzt hier auf Marineübung gehen, so, dann steht hier oben täglicher Verbrauch, genau, wir müssen erstmal losmachen, so, täglicher Verbrauch liegt bei 184. Das heißt, wir gehen immer noch mit dem Plus raus. Sobald hier aber 200, ich sag mal, 207 steht, dann wird unsere Reserve langsam zunichte gehen. Also, wir gehen mal hier drauf, auf die Flotte und lassen die jetzt auch noch trainieren. So. Und jetzt seht ihr beim Tank, genau, wir haben noch 338 Tage, dann ist der Tank leer, weil aktueller täglicher Verbrauch 1,1000 und wir machen nur 206 täglichen Gewinn. So, wenn ich jetzt weitermache, seht ihr, genau, ich habe noch 336 Tage. So, wie behebt man das Ganze jetzt? Also einmal könnt ihr auf Bauvorhaben gehen. Das ist die schwierige Variante, sage ich mal, die lästige Variante. Deswegen zeige ich es dir ganz schnell. Ihr könnt hier jetzt synthetische Raffinerien machen. Allerdings können die hier nur ein Gummi produzieren. Ja gut, hier steht jetzt aktueller Treibstoffzugewinn. Also ich glaube, man kriegt dadurch jetzt auch schon Öl. Man kann, also wenn man die jetzt zum Beispiel irgendwo hier baut, man kann aber auch erforschen, dass sie mehr Öl bringen und mehr Gummi bringen. Das dauert aber, wie gesagt, länger. Der einfachere Weg ist, ich gehe mal nochmal auf den normalen Karten, auf die Kartenmodi, jetzt sieht ein bisschen besser aus. So, ihr könnt auf Handel gehen. So, und dann geht ihr hier auf Öl. Und dann könnt ihr euch jetzt aussuchen, von wem ihr Öl handeln wollt. Jetzt könnt ihr, weiß ich nicht, wir als Deutschland hier ein Faschist, Venezuela ist ein Faschist. Die haben jetzt nicht viel Öl, aber zumindest ein Öl haben sie, also 8 Menge, 8. So. Gut, wir machen täglichen Zugewinn 206. Jetzt handeln wir mal und gehen mal weiter mit der Zeit. So, 206. Und jetzt haben wir einen täglichen Zugewinn von 629. Und das macht ihr so oft, bis ihr über diesen 1,1000 seid, die ihr an täglichen Verbrauch habt. So, aber ich mache das jetzt einmal weg. Hiermit kann man das hier, ich sag mal, annullieren. Und was ich euch sagen kann, ist, eigentlich braucht ihr es als Deutschland nicht. Dass ihr mit der Flotte trainiert oder dass ihr die groß ausbauen müsst. Ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen eure Küsten hier verteidigen können, aber ist auch kein Muss. So, ihr geht jetzt nochmal hier drauf, dann habt ihr gleich zwei ausgewählt und dann könnt ihr hier einmal draufklicken und nochmal hier drauf, dann fährt er wieder zurück in den Hafen und beendet die Übung, genauso wie mit Karl Dönitz. So, jetzt lassen wir die einmal zurückfahren. So, und jetzt können wir einmal, wir gehen mal auf irgendeine Flotte drauf, hier von Karl Dönitz, und jetzt haben wir hier noch andere Befehle. Also einmal Patrouille. Hier steht es ja, befehlen Sie der Einsatzgruppe im Einsatzgebiet der Flotte zu patrouillieren. Schweres Wort. Eine Einsatzgruppe kann immer nur in einer Region gleichzeitig patrouillieren. Sie versuchen, feindliche Flotten in ihrer aktiven Region zu orten. Radar und Luftüberlegenheit helfen ihr, den Feind schneller zu orten. Beachten Sie, dass der Feind Sie orten und angreifen kann, ehe Sie ihn orten. Also, ihr könnt jetzt einmal hier draufklicken und mit Rechtsklick dann irgendeine Region auswählen, wo die hinfahren sollen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel weiter rausscrollen, dann seht ihr, irgendwo können wir, also hier hinten können wir zum Beispiel nicht mehr hin. Hier ist es, ja, durchgestrichen. Diese Region könnten wir noch. Hier gibt es nämlich noch einen Teil, der blau ist. Da können wir also patrouillieren, also unsere Flotte hinschicken. Hier hinten aber schon nicht mehr, einfach weil wir hier steht es ja außerhalb der Reichweite der Marine. Das bedeutet einfach, unsere Flotte kann bis dahin nicht fahren. Das kann man natürlich auch verbessern. Man kann die Reichweite verbessern durch zum Beispiel politische Berater oder diese Marine. Ich gucke einmal hier, so, beim militärischen Stab oder bei Forschung und Produktion. Ich glaube eher beim militärischen Stab. Da müsste sowas sein, hier irgendwo Reichweite. Naja, irgendwo findet ihr das bestimmt. Genau, dann geht ihr mal hier drauf. Und dann klickt ihr einfach da drauf und jetzt sagt er uns, dass diese Flotte momentan repariert wird. Hier sehen wir 98,8%. Diese Schiffe sind ein bisschen kaputt. Ja, dann sollten wir vielleicht die erstmal reparieren lassen. Ihr könnt jetzt auch auf jetzt reparieren gehen, dann machen die es sofort. Die fahren dann zu dem Hafen, der ja die höchste Punktzahl an Marine-Stützpunkte hat, die ihr im Land habt. Also hier zum Beispiel 6 Punkte, 0 von 6 und hier habt ihr 2 von 8. Ja, je höher das nämlich ist, habe ich ja schon beim ersten Teil gesagt, glaube ich, desto schneller kann das repariert werden.
So, und jetzt gucken wir mal hier, dass wir das auch repariert. So, 99,5 und dann werden sie alle repariert. So, fertig. So, jetzt könnt ihr nochmal hier drauf gehen. Patrouille und klickt einfach die untere Ostsee. Genau, da kriegen wir so ein lautes Geräusch. Oh, unser Schwerpunkt ist fertig. Kriegen wir ein lautes Geräusch. So, und ihr seht ihr, wir haben hier marine Überlegenheit. Wenn ihr zum Beispiel eine Landung machen wollt, das erkläre ich aber irgendwann noch, in einem neuen Tutorial, dann braucht ihr diese Überlegenheit. Es gibt das auch, dass es hier in Gelb leuchtet. Das heißt, dass wir gerade keine Überlegenheit haben, aber auch nicht verlieren. Sondern dass wir einfach nur halten und es ausgeglichen ist mit dem Feind. Oder rot, dass wir halt keine Seeüberlegenheit haben und gerade im Nachteil sind. Also deutlich im Nachteil sind. Genau. Dann gibt es, also das hier benutze ich übrigens am meisten, weil es einfach sehr effizient ist. Dann gibt es noch den Angriffstrupp. Genau, also wir klicken einmal Angriffstrupp aus. Wir brauchen auch das Gebiet nicht nochmal neu kennzeichnen. Einfach nur den Befehl hier ändern. Wenn ihr jetzt natürlich woanders eine Region haben wollt, wo die diesen Befehl ausführen sollen, dann könnt ihr hier einmal auf Region entfernen gehen, dann einmal hier draufklicken, dann geht ihr nochmal auf den Befehl und dann müsst ihr nochmal gucken, wohin. Jetzt nehmen wir mal die obere Ostsee. So, jetzt warten die Truppen bei Angriffstrupp, warten die Truppen oder wartet die Marine so lange, bis hier ein feindliches Schiff geortet wird. Und wenn die dieses Schiff geortet haben, dann fahren die hier hin und versuchen es zu besiegen. Genau. So, dann gibt es noch Konvoi-Überfall. Das bedeutet einfach, ja, die fahren jetzt dahin. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, was ist ein gutes Beispiel? Sagen wir mal hier. So, das östliche Mittelmeer. Ich mache mal auf normalen Kartenmodus. So. Das östliche Mittelmeer. Hier ist ja eine Meeresenge. Ich gehe jetzt nochmal auf den Kartenmodus. Hier seht ihr, das ist eine Meeresenge. Das heißt, Britannien kann, wenn die gegen uns im Krieg sind, uns verbieten, dass wir Schiffe hier durchschicken. Das ist natürlich sehr scheiße. Ja, da wir unsere Handelsschiffe zum Beispiel meistens diese Route hier so lang schicken. Aber wenn wir jetzt nach Indien wollen, also irgendwas von Indien zum Beispiel handeln möchten, dann können wir nicht mehr hier durchfahren, wenn wir mit Britannien im Krieg sind. Dann können wir nur noch um Afrika rumfahren. Ja, oder halt durch hier Amerika durch. Und das, ja, macht das Ganze zum Beispiel für Truppentransporte, ja, das dauert einfach länger. Und das ist nicht schön. Wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland jetzt aber, also wenn wir jetzt zum Beispiel britische Konvois abfangen wollen, also deren Handel oder deren Truppen abfangen wollen, weil Britannien zum Beispiel eine Insel ist, geht das halt ganz leicht, wenn wir eine große Marine haben, die deren Marine überlegen ist, dann können wir jetzt einfach hier draufklicken. Ja, wo ist sie? So, hier oben. So, dann gehen wir auf Konvoi-Überfall, machen diesen Befehl mal weg und wählen jetzt die neue Region aus, nämlich zum Beispiel den Ärmelkanal. So, dann fahren die dahin und alle Konvois, die jetzt hier durchfahren von denen, die werden von unseren jetzt, also unsere U-Boote werden versuchen, diese abzuschießen. Genau, und dann gibt es noch den Geleitschutz, das heißt zum Beispiel, hier steht es ja, erteilen Sie der Einsatzgruppe den Befehl, in der oder den ausgewählten Regionen Konvois zu eskortieren und sie vor feindlichen Überfällen zu schützen. Das heißt, unsere Konvois, also mit denen wir handeln oder mit denen wir unsere Truppen transportieren, diese werden dann von unseren Schiffen unterstützt. Das ist zum Beispiel bei Landungen auch ganz gut. Ja, da häufig zum Beispiel Transporter auch, also Konvois mit Truppen drauf, oft abgeschossen werden vom Feind und dann wird unsere Armee natürlich auch kleiner. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, dann gibt es noch hier die Flotteninvasion. Die Flotteninvasion, die benutze ich persönlich fast gar nicht. Also hier steht, befehlen Sie Schiffen, Flotteninvasionen Geleitschutz zu geben und bei der Küstenbombardierung zu helfen. Ja, wenn man eine Landung macht, ist das natürlich von Vorteil. Also so haben wir eine größere Chance zu gewinnen bei der Invasion, wenn unsere Flotte versucht zum Beispiel in Britannien zu landen. So, das ist eigentlich so das, ja, was das alles bedeutet, ne? Also wir können jetzt nochmal hier anklicken, dass er in den Hafen fahren soll. Hier, dann fährt er sofort in den Hafen, bricht seinen Befehl ab und wenn wir jetzt wollen, ja, du sollst aber wieder auf Patrouille, dann fährt er eigentlich, genau, dann fährt er wieder in die Region, die ich zuvor markiert habe und die kann ich natürlich aber auch löschen. Ne? Also, was noch wichtig ist, wenn ihr mit Britannien jetzt im Krieg seid, für die Anfänger unter euch, wenn ihr mit Britannien im Krieg seid als Deutschland, dann würde ich euch empfehlen, auf gar keinen Fall die Schiffe hier hinzuschicken
oder generell irgendwo hier, ihr habt hier auch eine Meeresenge. Also die gehört jetzt den Dänen. Wir haben hier auch eine, aber die Briten könnten vielleicht sogar hier durch. Behaltet eure Schiffe einfach hier in der Ostsee. Behaltet die einfach hier. Da sind die geschützt und die Briten, ja, können eure Schiffe nicht so schnell kaputt machen. Logischerweise ist die britische Flotte unserer Flotte natürlich haushoch überlegen. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall aufpassen. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zur Luftwaffe. Wir lassen mal das Schiff hier hinten weiterfahren. So, dann haben wir alles schön geordnet. Gut. So, jetzt scrollen wir wieder in die Karte. Und ihr seht hier diese kleinen Pünktchen. Und auch hier so kleine Flugzeuge abgebildet. Das sind unsere Flughäfen. Genau, die seht ihr nämlich da dran. Und wenn diese Pünktchen ausgefüllt sind, also dieses Pünktchen so ausgefüllt ist, also grau, dann heißt das, dass hier Flugzeuge drin sind. Wenn wir mal draufhalten, seht ihr hier Kapazität 200 von 1200 Flugzeugen. Also dieser Flugplatz hat eine Kapazität von maximal 1200 und da drin sind jetzt 200 Flugzeuge. Ihr könnt da mal draufklicken und dann seht ihr, welche Flugzeuge hier drin sind. Dann öffnet sich hier der Kartenmodus der Luftstrategie und dann seht ihr, wo welche Flugzeuge stationiert sind. Genau, ihr könnt jetzt einmal hier drauf zum Beispiel gehen und dann seht ihr, hier sind 120 taktische Bomber und hier sind 80 Luftnahunterstützung. Hier hinten zum Beispiel, da seht ihr, ist ein anderes Symbol. Hier sind nämlich 72 Marinebomber. Ja, und das war es eigentlich schon dazu. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, wir klicken mal diese hier an. So, ihr könnt jetzt entweder diese Flugzeuge euren Kommandanten zuweisen, so, dann steht hier 200. Aber ganz im Ernst, das ist auch gerade neu für mich, weil ich benutze das eigentlich nie. Wenn man jetzt in Europa kämpft gegen, ich sag mal, Polen, wir nehmen das Szenario jetzt einfach mal, weil wir wollen im nächsten Tutorial gegen Polen kämpfen. Das heißt, wir lösen das hier nochmal mit Rechtsklick hierauf auf und jetzt gehört diese Luftwaffe nicht mehr zu diesem Kommandanten, also dieses Geschwader. Genau. So, wir können das jetzt nochmal auswählen, also ist ja schon ausgewählt. Und dann können wir diesem Geschwader befehlen, was sie machen sollen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Luftnahunterstützung. Luftnahunterstützung, wenn wir hier mal draufklicken, die können diese Sachen. Die können keine Luftüberlegenheit erringen oder irgendwelche Flugzeuge vom Gegner abfangen oder strategische Bombardierung, also auf Infrastruktur oder auf Industrie oder auf was auch immer, können die dabei nicht helfen. Was sie machen können, die Luftnahunterstützung, ist Unterstützung der Landeinheiten im Bodenkampf. Also das heißt einfach, die Luftnahunterstützung kann unsere Bodentruppen dabei unterstützen, den Gegner zu beschießen. Also zum Beispiel die Panzer oder die Infanterie. Und das hilft dabei. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, ich benutze Luftnahunterstützung fast nie, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein Geschwader, wo nur die Jäger und Bomber drin sind. Die benutze ich nämlich immer. So, wir haben hier jetzt einmal 120 Jäger, 80 taktische Bomber und nochmal 80 taktische Bomber, aber vom anderen Typ, also vom anderen Modell. Genau. So, wir können jetzt einmal hier, wir haben jetzt zwei Modelle hier, aber trotzdem taktische Bomber. Wir können jetzt mal hier auf Zusammenlegen gehen. Dann werden aus den 2x80, also diesen zwei Geschwadern, die jeweils 80 Flugzeuge Bomber drin hatten, werden ein Geschwader mit 160 taktischen Bombern. Genau, so. Jetzt gehen wir mal auf Jäger. Ein Jäger kann die Luftüberlegenheit erringen und kann andere Flugzeuge abfangen. Ein Bomber kann die Luftnahunterstützung, was wir vorhin schon mal beredet haben, machen. Er kann die strategische Bombardierung machen, also bei der Bombardierung feindlicher Gebäude helfen, also zum Beispiel Infrastruktur und Industrie, wie es hier steht. Er kann aber auch einen Marineangriff starten, also auf feindliche Schiffe, oder einen Hafenangriff. Also bombardieren sie feindliche Flotten in Häfen. Das funktioniert auch. Wir können die jetzt mal zusammen auswählen und dann klicken wir einfach mal alles aus, was wir können. Ach nee, die wollten wir gar nicht nehmen, ne? Genau. Wir nehmen die hier mal. Wir klicken jetzt einfach die an und wählen alles aus, was wir können. Gut, Marineangriff vielleicht nicht. Das wollen wir jetzt nicht hier. Die See können wir nämlich auch bombardieren. Und ihr wollt jetzt mit diesem Geschwader Polen bombardieren.
Deswegen klickt ihr mal rechtsklick da drauf. So, da hört ihr so einen komischen Sound. Wenn ich jetzt mal nochmal draufklicke, hört ihr nochmal. Da hört ihr einmal das Flugzeug fliegen, aber ihr hört so ein Knallen. So. Das liegt daran, wenn wir mal auf Jäger gehen, das ist die Reichweite unseres Jägers von diesem Luftstützpunkt aus. Also wir können alle die grauen Gebiete, die können wir erreichen mit unserem Jäger. Die rot gestrichelten können wir aber nicht erreichen. Und Jäger und Bomber haben es generell immer besser. Die können nämlich auf eine viel größere Distanz fliegen. So, damit aber beide dahin fliegen können, klicken wir mal hier drauf und wir verlegen die jetzt einfach mal von hier auf den nächsten Flughafen. Das sollte nah genug sein. 600 Flugzeuge passen da rein. Wir haben 280, das passt. Also rechtsklick da drauf. So, dann machen wir mal weiter. Dann seht ihr, die fliegen dahin. Und weil ich ja befehligt habe, dass die angreifen sollen, machen die das auch schon. Nur die Jäger noch nicht. Deswegen wählt ihr die halt nochmal aus und geht nochmal mit Rechtsklick hier drauf. So, dann hört ihr, oh, es klappt. Und wenn wir mal auf Jäger gehen, dann sehen wir jetzt die Reichweite. Die hat sich nämlich erweitert jetzt. Hier hinten können wir jetzt halt nicht mehr bombardieren oder abfangen mit den Jägern von hier. Aber wir können jetzt hier dieses Gebiet, ja, die Luftüberlegenheit erringen. Oder wir können andere Flugzeuge abfangen. Genau, das war es eigentlich schon. Und ja, dann gibt es hier noch Sachen wie kein Rückzug, also Flugmissionen fortführen, ungeachtet der Verluste. Das habe ich noch nie benutzt im ganzen Spiel. Genauso wenig wie das hier. Aufträge werden bei Nacht und Tag geflogen. Das habe ich auch noch nie benutzt. Könnte man eigentlich mal machen. Aber ja, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch Boni. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet bis jetzt, dass man in der Nacht zum Beispiel Nachtangriffe, ja, Boni darauf kriegt, da macht es natürlich Sinn. Das weiß ich jetzt gerade aber gar nicht. Das würde man bei den Luftdoktrinen dann sehen. Ja, genau. So, das war's eigentlich. Ich kann euch jetzt nur noch zeigen, wie ihr, ja, Flugzeuge hinzufügt. Ihr geht mal jetzt zum Beispiel auf diesen leeren Flughafen. So, jetzt seht ihr, hier ist nichts drin. Und zur Hilfe blinkt hier schon ein Kästchen, um euch zu zeigen, hiermit könnt ihr dann die Flugzeuge hinzufügen. So, dann klickt ihr da drauf, um ein neues Luftgeschwader hinzuzufügen. Und dann seht ihr alle Flugzeuge, die ihr im Lager habt, sag ich mal. Also Reserven, was ihr schon produziert habt, aber noch nicht eingesetzt habt. Und das sind einmal 38 Zwischenjäger und einmal 24 Bomber. Viel ist das nicht. Vieles haben wir aber auch hier im Feld schon drin. Deswegen, wir gehen jetzt einmal hier auf Schließen. Dann machen wir hier mal jetzt einmal ein riesiges Kästchen drum. Mit Linksklick gedrückt halten und dann einmal loslassen. Und jetzt haben wir alle ausgewählt. Jetzt seht ihr natürlich hier die Reichweite und wie weit die bombardieren können und so, diese ganzen Kreise. Lasst euch davon nicht durcheinander bringen und löscht einfach erstmal alle. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr die Flugzeuge zerstört, die ihr habt, die ihr produziert habt, sondern das bedeutet einfach, dass ihr die Geschwader, also die Zuordnung und wohin die Flugzeuge sollen, das löscht jetzt einfach. So, 12 Luftgeschwader löschen. So, wir haben jetzt, wenn ihr hier oben guckt, Luftwaffe 0. Genau, Flugzeuge haben wir aber dennoch. So, und jetzt wollen wir alles, was wir haben, nach Polen schicken. Das heißt, wir klicken einmal hier das hier an und gehen auf neues Luftgeschwader. Und jetzt seht ihr, wir haben hier viel mehr Flugzeuge als vorhin, weil wir die jetzt alle gelöscht haben. So, jetzt sagen wir mal, wir wollen 500 Jäger ins Feld packen, auf diesen Flughafen. Dann machen wir es einfach so, wir halten Shift gedrückt und dann wählt er immer 100 aus. Wenn wir Shift jetzt nicht drücken und hier drauf klicken, dann wählt er immer nur einen aus. Und das ist ein bisschen nervig, wenn man, ja, 200 Flugzeuge reinmachen will, da muss man halt zweimal, 200 mal klicken. Man kann aber auch diesen Fall nutzen und einfach alle dahin schicken. Wenn man jetzt so ein Fanatiker ist wie ich, der gerne so glatte Zahlen hat, sage ich mal, dann klickt ihr mit Shift einfach gleichzeitig hier drauf, so. Und dann nehmen wir einmal 200 Jäger, reicht dann auch, viel mehr haben wir auch nicht. Wir können jetzt aber nicht gleichzeitig Bomber hier hinzufügen. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ja, wir können die immer nur einzeln hinzufügen, also von jedem Typ. Also ich kann jetzt zum Beispiel immer nur Jäger reinpacken oder nur Bomber oder nur Luftnahunterstützung. So, jetzt gehen wir mal auf OK. Und jetzt sind in diesem Flughafen 200 Flugzeuge. Allerdings steht hier, die brauchen noch ein bisschen, bis sie da ankommen. So, und jetzt steht hier, erwartete Ankunft, 25. März, 9 Uhr, 1936. Genau, das dauert jetzt noch 2 Tage. Wir gehen jetzt mal auf langsam, damit ihr auch seht, wie das vonstatten geht. Genau, 10%, 16% und so weiter.
So, das machen wir mal schnell. Und jetzt steht da in Bereitschaft. So, die können wir jetzt natürlich benutzen. Wir wollen jetzt aber noch Bomber haben. Deswegen drücken wir jetzt wieder Shift dabei und wählen jetzt einfach mal, ja, nehmen wir mal so 400 Stück. So, jetzt haben wir hier noch unsere Bomber. Und jetzt klicken wir aus, was die alles machen sollen. Genau das von vorhin. So, jetzt müssen wir noch warten, bis hier steht in Bereitschaft. So, jetzt sind sie in Bereitschaft. Jetzt machen wir nochmal einen Kasten drum, um alle auszuwählen. Jetzt klicken wir das dazu an. Und dann gehen wir einfach auf Rechtsklick auf das Gebiet, was sie dann bombardieren sollen. Wichtig zu sagen ist, nein, ihr bombardiert das Gebiet jetzt gerade noch nicht. Ihr könnt es erst bombardieren, wenn ihr mit dieser Nation im Krieg seid. Also keine Sorge, ihr bombardiert es nichts kaputt, wenn ihr zum Beispiel auf euer Land diesen Befehl ausführt. Jetzt braucht ihr nicht denken, oh nein, ich bombardiere jetzt bestimmt mein Land. Nein, so ist es nicht. Aber ich denke mal, das ist auch logisch. Genau, aber um Missverständnisse zu verhindern, sage ich das mal lieber. Ist ja auch ein Anfänger-Tutorial. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal, einen Krieg zu führen. Und ja, ich versuche euch zu zeigen, wie es funktioniert, gegen Polen zu kämpfen. Genau. Dafür nehmen wir dann aber nicht mehr diesen Spielstand, sondern wir nehmen das Startdatum von 1939 und können dann direkt anfangen, Krieg zu erklären. So machen wir das dann einfach und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir es durch einen Daumen nach oben oder einem Kommentar oder einem Abo und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!